Hey Leute, der letzte Roga-Herrscher, der sieht mir irgendwie ein bisschen übelst stark aus. Aus diesem Grunde habe ich mich dazu entschlossen, dass wir lieber erst ein... Waren wir da oben schon? Aus diesem Grunde habe ich mich dazu entschlossen, dass wir wohl doch lieber erstmal zurück zur Hauptplattform gehen. Weil der Gegner sah nicht annähernd so heftig aus, muss ich zugeben. Boah, schon wieder so ein Feuerteufel hier. Boah, warum brauche ich auf einmal so wenig Magie? Ich brauche auf einmal viel weniger Magie für meinen Handschuh. Das ist ja praktisch, du. Wie auch immer ich das gemacht habe, ne? Ah, hier ist aber von der anderen Seite zu, hä? Wusste ich's doch. Boah, ich hab gerade richtig Muffensausen. Das war der... Aber ist das auch wirklich der Vernichter? Ich weiß gar nicht, ob das wirklich der Vernichter ist. Ich soll den Vernichter ja nur besiegen, ne? Ach, kommt. Wir sind keine... Ach, du Heilige. Erwartet ihr jetzt ernsthaft, dass ich das Vieh da bezwinge? Aber ich glaube, wir müssen noch gar nicht zu dem Vieh runter, hä? Boah, sieht das Vieh elende böse aus, hä? Mal ganz ehrlich, das sah aus wie das konzentrierte Böse, sage ich mal. Also so ein riesen Flitschenhörner. So, wir haben jetzt schon wieder mehrere Wege hier. Kann ich auch immer ziemlich leiden. Wow. Ach, wie bin ich denn hier jetzt wieder hingekommen? Jetzt lasst mich aber mal was gucken. Irgendwie finde ich das gerade recht seltsam. Die Wunschrüstung Leichtruhe ist im Vergleich zu einigen gewöhnlichen Rüstungen sowohl robust als auch elastisch. Kommt das von dem Zeug, dass ich auf einmal so viel magische Hilfe Energie habe? Hast du gut gemacht, ich bin stolz auf dich. Meine. So, also ich deute das jetzt mal als ein Zeichen, dass wir den anderen töten sollen, der hier unten sein Unwesen treibt. Ich glaube, ich habe Mist gebaut, kann das sein? Vielleicht habe ich so viel Mana. Genau, ich habe hier keinen... Warum habe ich keine Rune mehr hier drin? Seid ihr wahnsinnig? Ich brauche doch eine Rune in meinem Handschuh. Das können die nicht machen. Da brauche ich mich nicht wundern, dass ich auf einmal so viele Schuss mit dem Ding habe. Jetzt brauche ich ganz schnell irgendeinen Schmiedetisch, du. Aber ganz schnell. Sonst kriege ich nämlich ein riesiges Problem, wenn ich mich mit dem Kerl da unten anlegen will. Ach, hier sind wir doch wieder beim Kra. Wieso ist denn da meine Rune jetzt raus? Versteht das wer? Also ich finde das ziemlich seltsam. Oh shit, geh weg. Ich habe da gerade überhaupt keine Lust drauf. Erst recht nicht, wenn ich so eine scheiß Ausrüstung habe. Wieso haben die denn meine Rune daraus gemacht, Mensch?
Die haben ja wohl total den Senkel offen vom Schuh. Also die wollen doch tatsächlich, dass ich über die Hauptplattform gehe. Okay. Wie gesagt, ich kann da nicht lang gehen, wenn ich keinen... Ich brauche das. Ich kann hier doch nicht lang gehen. Ich brauche den Schmied. Es wird eine ziemlich heftige Nummer, hier durchzukommen, Leute. Das sage ich euch jetzt schon. Aber ihr kennt mich, ich gebe mein Bestes. Push! Hast du gut gemacht. Lass mich in Ruhe, Satan! Okay, soweit so gut. Jetzt bin ich ja schon mal hier unten beim Wachturm gelandet. Boah. Ah, da ist aber noch was Böses. Gut soweit. Wenn ich jetzt hier oben lang gehe, dann sollte ich eigentlich da rauskommen. Genau. Oh, wo ist der Schmied? Shit! Verschwinde, Satan! Oh oh. Ladies and Gentlemen, das ist nicht gut. Gar nicht gut. Der will mir ganz schön in den Arsch treten. Nicht umdrehen, bitte. Ich bin auch ganz leise. Ah, ein Wiedersehen. Gut, dann wollen wir doch mal. Kannst du mir erzählen, was das soll, dass in meinem Handschuh auf einmal voll leerer Sockel ist und so? Jetzt habe ich hier nämlich auch passenderweise überhaupt keine Dingens drinne. Aber wo wir es rausnehmen, ist eigentlich egal. Nehme ich raus, dafür setze ich rein. Oh, nehmen wir mal die gewöhnliche Kraftrune. Jetzt will ich hier aber ganz schnell wieder meine makellose Kraftrune rein haben, du. So. Hole dir! Du kommst gar nicht bis hier rauf, kann das sein? Der haut dann immer wieder ab. Feige Ratte. Batz, 50. Nochmal 50. Und das war's. So, und jetzt, wo wir ja so toll ausgerüstet sind... Oh, wir haben aber nicht viel Heiltränke, hör mal. Na, was soll's, ich gebe mein Bestes. So schwer kann der Typ ja nicht sein, hä? Boah. Heilige! Wächter, du bist böse. Das ist auch der Grund, warum dich keiner leiden kann.
Boah, der macht's immer wieder. Aber diesmal hat er eine rangekriegt, Dreckswächter. Doch, Nahkampf ist schlechte Idee, Peter. Nahkampf schlechte Idee. Okay. Alles eine Sache, eine Frage der Timing-Sache hier. Alles eine... Ah, ich kann nicht reden. Alles eine Frage des Timings. Oh, oh. Zack. 250 Schaden, Dreckswächter. Shit! Lass das! Was war das denn? Boah, lass das! Töt ihn! War klar, dass mein Drecksassassine wieder vorbeisticht. Also die Zauber, die sind meistens echt für einen Arsch, hör mal. Ja! Oh oh! Dreckswächter. Aber du bist trotzdem kein Gegner für mich, hör mal. Ja, zieh ruhig wieder deine Nummer ab. Wow. Das! Oh shit! Der ist voll vorbeigegangen, ey! Boah, passt auf, wenn der gleich wieder seinen Scheiß macht hier. Pass auf, du. Jetzt! Vorwärts! Ich habe schon wieder voll vorbeigeschossen. Viel hast du nicht zu bieten, hä? Was deine Attacken angeht. Du hast hier die Nahkampfattacke, dann hast du die drei Dingenses. Und ab und an tust du dich mal an mich ranfahren. Aber sonst... Da hast du. Zack. Ein ganz toller Gegner warst du. Ein ganz toller Bossgegner. Ganz was Feines hattest du drauf. So, und jetzt müssen wir mal gucken, ob unsere Waffen vielleicht jetzt besser sind. Weil manchmal waren unsere Waffen ja plötzlich viel besser als vorher. Vielleicht passiert das ja, wenn man so einen Bossgegner vernichtet, dass dann manche Waffen besser werden. Also mal ganz ehrlich, der Wächter, der hat immer gar nichts auf dem Kasten. Feuerwandler, Kurzschwert und natürlich eine große Rune, ne? So, aber hier sieht jetzt nichts anders aus eigentlich, nicht wahr? Nicht wahr? Nicht wahr? Wir haben jetzt hier eine kleine Truhe stehen, das ist aber nett. Die wir nicht aufbekommen. Ach, das ist gar keine Truhe, das ist so eine scheiß Feuerschale. Erzählt das bloß keinem Menschen, ey. Das ist ja peinlich, dass ich das für sowas gehalten hab. So, mein Freund Schmied. Ah, ein Wiedersehen. Ganz genau. Dann zeig mir doch mal, was du jetzt so machen kannst mit meiner tollen Rune hier. Wieso kriege ich... Ach so, weil ich das drücken muss. Waffe, Angriffskraft plus 7. Naja. Ganz hübsch. Es gibt Schöneres. Ah, perfekt. Hier muss ich mal ran. So, passt mal auf hier. Zack. Da. Machen wir direkt mal auf Schaden drauf hier.
So, ist jetzt irgendeine Waffe besser vielleicht? Jetzt ist das Großschwert besser. Also wenn ich level, dann werden verschiedene Waffen immer mal was besser gemacht, hä? Jetzt ist dieses Schwert hier nämlich auf einmal besser. Und hier ist ein leerer Sockel drauf. Da hatte ich ja immer mein Gift reingeknallt. Aber das macht jetzt schon extrem mehr Schaden, finde ich. Fast 20 Punkte mehr, das will schon was heißen. Weil damit bin ich jetzt natürlich wieder langsam. Aber ich nehme ja meistens eh meinen Handschuh. Ach so, ja, wenn ich schon mal hier bin. Ich brauche ja neue Tränke, zack. Dann gucken wir doch mal, wie wir jetzt hier reinkommen sollen. Ich denke mal durch diesen Gang. Schwupp! Oh, lief doch eigentlich recht nett. So, guten Tag. Mein Name ist Peter und ich habe hier etwas gefunden. Glaube. Wie ist denn diese Rüstung? Wie ist denn diese Rüstung? Hä? Habe ich hier was bekommen mit Glauben? Habe ich hier was bekommen mit Glauben? Da. Also, du kannst mich mal mit der Rüstung, hör mal. Wo führt mich das jetzt hin? Führt mich das zu dem fetten Klops? Das wäre unschön. Ich mag den nicht. Ja, das scheint ja recht lustig hier zu werden. Betz! Tyrann, schlechte Mischung. Lauf, Peter, wo ist das Herz? Such das Herz, Peter. Du Dreckschwein. Da. Ja, du stehst hier einfach rum, ne? Damn. Huch. Oh, das war ja jetzt so klar. Okay. Jetzt sind nur noch wir beide da, großer. In einem anderen Raum? Oh, oh. Hol ihn dir! So weit, so gut. Warum tust du das? Die Statue hat ihn aufgesaugt. Oh oh. So, auf den Schreck erstmal einen Heiltrank. Wir haben jetzt auch schon wieder so viele Wege, die wir gehen können. Sehe ich gerade, ne? Wir können ja auch da oben rum. Von hier sind wir reingekommen. Schon wieder so ein Riesenbaby. Du denkst, das hilft.
Au, au! Hör auf damit! Verdammt! Na, steckst du fest? Ich hab was für dich. So, darf ich da jetzt lang, bitte? Ich danke dafür. Da unten können wir wieder unsere Fähigkeiten ein bisschen toller machen. 15.000, ich habe gar kein Geld dafür, das ist nicht nett. Naja, was heißt Geld? Keine Erfahrungspunkte dafür, nicht wahr? Ich würde aber ohnehin sagen, dass wir hier zunächst ein Päuschen einlegen und uns beim nächsten Mal hier wiedersehen. Gehabt euch wohl.